Es ist der Kassensturz, aber wir haben wieder mal eins von den alten Signeten aus dem Archiv geholt, weil wir heute ein bisschen zurückschauen wollen, und zwar zurückschauen auf, ihr seht es hier, unglaublich aber wahr, auf 40 Jahre Kassensturz. Das ist unser Geburtstagskuchen, haben wir geschenkt bekommen von den Bäcker-Konditor-Lernenden an der Berufsschule Aarau. Merci vielmals für diesen wunderbaren Kuchen. Wir feiern Geburtstag, 40 Jahre Kassensturz, meine Damen und Herren. Schön, seid ihr dabei bei dieser Sendung. Herzlich willkommen und guten Abend miteinander. Schon im allerersten Kassensturz. 4. Januar 1974, Freitagabend, am 7. war es. Schon im allerersten Kassensturz war ein Klassiker das Thema. Eine Mogelpackung. Genauer, eine Mogelpackung in der Reisebranche. Anfangs 1974 haben sich viele Konsumentinnen und Konsumenten sehr gefreut über scheinbar unglaublich günstige Pauschalreisen. Was nicht in den farbigen Prospekten gestanden ist, wie viel die Reisen am Schluss wirklich kosten. Der allererste Beitrag im Kassensturz, und der ist dann aus so einer Kiste gekommen. Die Reisebürokataloge fürs Jahr 1974 enthielten zahlreiche Verlockungen. Schöne Frauen an Stränden, blauer Himmel über der Copacabana und das erst noch zu günstigen Preisen. Nur die angebotenen Preise stimmen größtenteils nicht. Wie viel haben Sie müssen Zuschlag zahlen für diesen Flug? 103 Franken. Ich habe gefragt, eigentlich auf dem Reisebüro muss man einen Zuschlag zahlen, sonst muss man es mitteilt worden. In Ihrem druckfrischen Katalog ist kein einziger Hinweis auf Preiserhöhungen. Warum ist das so? Man darf nicht vergessen, dass der Katalog bereits im Oktober in Druck gegangen ist. Und da war einfach noch völlig ausgeschlossen, zu sehen, was da auf uns zukommt. Das stimmte so nicht. Diese Dokumente bewiesen, dass bereits im November 1973 Charterfluggesellschaften die Preiserhöhungen angekündigt hatten. Nur von all dem erfuhr der Flugtourist von seinem Reisebüro nichts. Ihm blieb nichts anderes übrig, als kurz vor Abflug die Zuschläge zu bezahlen. Kassensturz deckte diesen Missstand auf und warnte die Konsumenten. Sie können böse Überraschungen erleben, wenn Sie das Jahr weit weg in die Ferien wollen. Also, wenn man es so anschaut, der Beitrag ist eigentlich erstaunlich gut. Aber der Moderator, wer hat den in ein Studio hineingelassen? Da wundere ich mich. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Der Erfinder vom Kassensturz, 40 Jahre nach der ersten Sendung, wieder zurück am Tatort. Roger Schawinski, herzlich willkommen. Schön, bist du da. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen im Kassensturz. Wie kommt es davor, wenn du so als Jungspund da siehst, unterwegs? Es ist einfach wie ein Wunder. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass es 40 Jahre her ist. A, ich lebe noch. B, ich komme nicht im Rollator rein. Und C, ich kann das anschauen und sagen, ich kann noch dazu stehen. Erstaunlicherweise kommt es mir gar nicht so lange vor. Mhm. Ich habe das Gefühl, es hat sich nicht einmal so viel verändert. Auch ich habe mich nicht so viel verändert. Was natürlich eine Illusion ist. Das ganze Fernsehen ist ja eine Illusion. Du hast überhaupt nicht hast verändert. Mal, ein bisschen hast du schon verändert. Weil es war ein braver Typ, der da jetzt im Reisebüro-Vertreter das Mikrofon hergehalten hat. Oder genau. Nicht? Ein bisschen brav schon. Und hat nie unterbrochen. Nie. Da hast du dich total sich geändert. Ja. Nein, das war ja ganz am Anfang. Hast du dort auch ein bisschen, hast du Angst gehabt, da, vielleicht vor deinem eigenen Mut oder jemanden so zu kritisieren? Das war ja total nicht in. Dann, ich habe es schon gemacht. Für die damaligen Verhältnisse war das schon sehr kritisch. Ich habe die ersten kritischen Interviews gemacht. Aber niemand hat mich instruiert. Es hat kein Casting gegeben, es hat keine Human Resources Abteilung gegeben, keine Assessments, gar nichts von dem. Ich bin einfach im Studio gesessen und gemacht. Und erstaunlicherweise, es hat funktioniert. Inhaltlich, jetzt, das war die allererste Geschichte im allerersten Kassensturz. Hast du noch, ich weiss, es ist lang her, es ist ein bisschen viel verlangt, aber hast du noch inhaltliche Erinnerung an die Reisebüro-Geschichte? Ja klar, ich war früher ein Reiseleiter, selber habe in dieser Branche geschafft, als Student habe ich so mein Studium verdient. Und darum habe ich gefunden, Ehrlichkeit muss einfach die oberste Devise sein. Mhm. Und habe da eben relativ schnell herausfinden, wie da die Leute getäuscht worden sind. Und es hat Lampen gegeben, also es hat Ärger gegeben, die Reisebranche hat überhaupt nicht Freude gehabt, Roger Schawinski. Ja, natürlich nicht, aber sie sind überrascht worden, weil sie es noch nicht gekannt haben. Heute ist es natürlich viel schwieriger für dich, weil die sind alle geschult. Da gibt es da die Medienberater, die denen sagen, ich kann mit diesen 7 Minuten, die du das Interview möglichst wenig sagen. Das war damals in dem Sinn noch einfacher gewesen. Okay, wir wollen uns heute ein bisschen zusammen versuchen zu erinnern. Wir wollen heute versuchen, von ein paar Themen von früher einen Bogen in die Gegenwart zu schlagen. Zu fragen, wie schaut man das Thema heute an? Ist das heute ganz anders oder wird man heute noch genau gleich beschissen wie früher? Bleiben wir gerade bei unserem ersten Thema. Beim ersten Thema im allerersten Kassensturz 1974, Thema Reisepreise. Ist heute der Preis von einem Flugticket wirklich der, den man am Schluss für einen Flug zahlt? Schön wär's, sagt Charlotte Michel.
Manuela Reich freut sich. Für ihre Ausbildung zur Sprachlehrerin reist sie nach Berlin. Den 5-wöchigen Kurs hat sie im November gebucht, ebenso den Flug mit Swiss. Auf der Rechnung fallen ihr 2 zusätzliche Gebühren in der Höhe von 41 Franken auf. Ich habe einen Tarif gesehen, der relativ günstig ist. Und dann sind Taxen und Gebühren dazu gekommen, die deklariert wurden, wo ich auch weiss, was es bedeutet. Und dann habe ich aber gesehen, Ticketing-Fee von 11 Franken und eine Swiss-Service-Fee von 30 Franken. Und da habe ich mich dann angefangen, ein bisschen zu fragen, was das soll und was ich da genau zahle für eine Dienstleistung. Im Internet findet Manuela Reich Informationen zu Swiss-Service-Fee. Die Airline erhebt die Gebühr auf jedem Ticket. Für Online-Buchungen beträgt sie 30 Franken. Die Swiss verrechnet diese Gebühr für Beratung und Verkauf. Sie verlangen die 30 Franken für das ganze Ticket nach Berlin für Beratung und Erstellung des Tickets. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie ich das Ticket genau gemacht habe, ich habe mich quasi selber beraten und drucke das Ticket selber aus oder lasse mir es so gerne aufs Smartphone schicken. Also von dem her denkt es mir, wie die Swiss hat auch relativ wenig zu tun mit dem. Die Swiss rechtfertigt die Gebühr mit dem großen Aufwand, den sie im Bereich Online betreibe. Swiss-Sprecherin Sonja Ptasek betont, die Investitionen seien nötig, um Buchen und Reisen für Passagiere einfacher zu machen. Dazu gehört zum Beispiel die Entwicklung von mobilen Lösungen, die den Kunden ganz neue Leistungen und Services rund um das Reiseerlebnis bieten. Insgesamt muss man auch wissen, im Hinblick auf Gebühren, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Markt- und Wettbewerbsumfeld sehr verändert hat und dass wir, um wettbewerbsfähig zu bleiben, auch den Umgang mit den Gebühren geändert haben, mit den Gebühren, die uns belastet werden und die wir zum Teil an die Kunden weitergeben. Viele Passagiere ärgern sich darüber, dass Airlines immer neue Gebühren erheben. Beispielsweise für Gepäck oder für die Bezahlung des Tickets mit der Kreditkarte. Für Kassensturz-Zuschauer nicht nachvollziehbar ist die Tatsache, dass bei Mehrfachbuchungen die Gebühr pro Passagier bezahlt werden muss. Sie sprechen von einer Passagiergebühr. Das heißt, wenn Manuela Reich bei der Swiss einen Flug für 2 Personen bucht, müsste sie die Kreditkartengebühr doppelt bezahlen. Für Reisen innerhalb Europas beispielsweise 2x11 Franken. Für diese kundenunfreundliche Praxis hat die Swiss-Sprecherin keine schlüssige Erklärung. Sie führt steigende Mehrkosten seitens der Kreditkartenunternehmen an und sagt zur Mehrfachbelastung. Wir erheben die Kreditkartengebühr pro Passagier, einfach weil es transparenter, fairer und einfacher ist. Wenn Sie eine Buchung mit 20 Personen haben, die in einer Buchung erfasst ist, würde die gleiche Gebühr bezahlen wie ein Einzelreisender. Und das ist nicht fair. Immer mehr Airlines erheben eine solche Kreditkartengebühr. Die Swiss sowie alle Airlines der Lufthansa-Gruppe und beispielsweise Air Berlin folgen damit einem weltweiten Trend. Im Jahr 2009 nahmen die Airlines nur aus Gebühren 12 Milliarden Franken ein. 2012 bereits das Doppelte, satte 24,7 Milliarden. Mit den Gebühren lassen sich Airlines Leistungen extra bezahlen, die vorher im Ticketpreis inbegriffen waren. Und sie erfinden immer neue. Beispielsweise verrechnet Lufthansa für Plätze am Notausgang neu eine Gebühr. Für mehr Beinfreiheit. Am meisten Gebühren kassierte im letzten Jahr United Airlines. 4,9 Milliarden Franken. Aber auch Billig-Airlines wie Ryanair oder EasyJet verdienen mit Gebühren Milliardensummen. Für mich ist es nicht ganz fair. Also es ist wie, man angelt den Kunden durch günstige Tarife, die man publiziert, aber man zahlt auch für jede Einzelserviceleistung noch zusätzlich. Für Manuela Reich ist klar, mit den zusätzlichen Gebühren verschleiern Airlines die Endpreise, was den Vergleich immer schwieriger macht. Was natürlich ganz im Sinn ist von den Airlines. Hauptsache, der eigentliche Ticketpreis sieht günstig aus. Swiss sagt, bei der Internetbuchung fallen die Kreditkartengebühren weg, wenn man eben nicht die Kreditkarte braucht, sondern die Postfinanzkarte.
40 Jahre Kassensturz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist unsere Geburtstagssendung. Und selbstverständlich wird auch im Internet, auf unserer Internetseite, Geburtstag gefeiert. Ihr findet auf unserer Internetseite Trauweihen aus diesen 4 Jahrzehnten Konsumentenjournalismus. Und selbstverständlich könnt ihr alle Beiträge, alle historischen Beiträge, die wir jetzt in dieser Sendung nur kurz anspielen, anschneiden, auch in aller Länge und in aller Ruhe anschauen. Was ist für Konsumentinnen und Konsumenten in den letzten 40 Jahren besser geworden? Diese Frage wird in diesen Tagen zu Recht selbstverständlich immer wieder gestellt. Wir vom Kassensturz finden, ein paar Sachen sind besser geworden. Zum Beispiel gibt es heute keine Kartelle mehr. Anfangs der 70er Jahre war das ganz anders. Da haben zum Beispiel die Skihersteller den Händler mit verbindlichen Preislisten, also schwarz auf weiß, vorgeschrieben, wie viel sie für diese Ski müssen verlangen. Und darum hat das Paar Ski da als Beispiel dann bei jedem Händler genau gleich viel kostet, und zwar sehr viel. Die Preisbindung die gibt es heute nicht mehr, was aber nicht heisst, dass wir heute nicht zu viel zahlen für Ski. Der Florin Meissen. Lang, schmal und gerade, wie Pommes frites. So sahen moderne Ski in den 70ern aus. Damals kaufte man Skier fast ausschließlich im traditionellen Fachgeschäft. Großverteiler boten erst eine kleine Auswahl an. Für heutige Verhältnisse kurios. Skier kosteten überall exakt gleich viel. Der Grund? Die Hersteller diktierten den Verkäufern die Preise. In einem der ersten Kassensturzbeiträge 1974 kritisierte Sportgeschäftinhaber Thomas Fritsch diese sogenannte Preisbindung. Die Preise, die heute ein Konsument für Ski zahlt, sind eigentlich zu hoch. Wir Sportgeschäfte könnten mit einer tieferen Kalkulation auskommen, am Konsument einen Preisvorteil bieten, wenn wir nicht von gewissen Fabrikanten an Preisbindung gebunden werden. 40 Jahre später. Thomas Fritsch kann sich noch gut an die Zeiten der vorgeschriebenen Preise erinnern. Die Lieferanten haben die Preisliste rausgegeben mit Endverkaufspreisen. Und die Endverkaufspreise haben in der ganzen Schweiz gelten. Einige alte Skier hat der Pensionär zur Erinnerung behalten. Die Preisbindung habe damals den Herstellern und Sporthändlern genützt. Trotzdem umging sie Fritsch mit versteckten Rabatten. Man hat Zugabe gegeben, ein paar Skistück, einen Skisack oder Schussski-Zubehör. Mit seinen Aktionen sorgte der Sporthändler für Schlagzeilen. Das war der Branche ein Dorn im Auge. Sie versuchte, den Preisbrecher mit unsportlichen Mitteln und Bußen zu disziplinieren. Einige Lieferanten haben mich gesperrt. Konkurrenten haben mir teilweise nicht mehr grüezi gesagt. Sind mir ausgewichen. Der Sporthändlerverband hat mich rausrühren. Ich habe aber selber den Ausdruck gegeben. Sie haben es nicht gut gemacht. Der emeritierte Professor für Wirtschaftsrecht Roger Zech gilt als langjähriger Kämpfer gegen jegliche Wettbewerbsbeschränkungen. Für ihn ist klar, Skifahrer bezahlten damals zu viel für ihr Hobby. Eine Preisbindung tut den Preiswettbewerb ausschalten und das führt dazu, dass die Preise auf einem Niveau bleiben und auf einem hohen Niveau und eben nicht runter können. Und das Nachsehen haben dann natürlich Konsumenten. Für ein paar Top-Ski ohne Bindung musste man damals ein kleines Vermögen bezahlen. Eine Skiwerbung aus dem Jahr 1974. Der Head GKX, der Ski der damaligen Slalom-Schweizermeister, kostete 1974 ohne Bindung 748 Franken. Inflationsbereinigt wären das heute 1700 Franken. Das vergleichbare Modell von heute kostet 700 Franken. Das ist weniger als vor 40 Jahren. 1994. Das Preiskartell existiert immer noch. Doch jetzt bieten Discounter offen Rabatte an. Die Branche aber schlägt zurück. Kassensturz berichtete, mit welchen Methoden der Hersteller Salomon den Preisbrecher Tom 99 in Bern kalt stellte. Um den frechen Discounter auszuschalten, suchte der Direktor von Salomon Schweiz, Walter Ziebung, den Berner Laden gleich persönlich auf. In einer Nacht- und Nebelaktion räumte Salomon die eigenen Skis aus dem Laden, im Ganzen 41 Paar, und zahlte dafür satte 28.900 Franken, ohne Rabatt natürlich.
Warum geht Salomon Schweiz derart rigoros vor? Direktor Walter Ziebung. Weil ich nicht da drin sein mit der Ski. Aber mit anderen Worten, der Konsument, die Konsumentin kann also nicht frei wählen, wo er seine Salomon-Ski kaufen will. Das hat jede Menge Geschäfte aber da. Aber viel teurer. Warum wissen Sie das? Sollen wir sie schauen? Nein, das stimmt nicht. Das waren die Strafsanktionen gegen die, die Preise unterboten haben. Heute ist das durch das Kartellgesetz Preisbindung weitgehend verhindert. Und darum wird es etwas nicht mehr geben. Preisabsprachen sind heute verboten. Das Kartellrecht von 1995 untersagt Wettbewerbsabreden. Preise werden bestimmt natürlich durch verschiedene Faktoren, aber die Abschaffung der Preisbindung hat ganz sicher dazu geführt, dass die massiv oben runtergekommen sind. Und wie sehen die Preise heute aus? Im Vergleich mit dem Ausland sind sie in der Schweiz immer noch hoch. Das zeigt ein Augenschein endet der Grenze. Kassensturz hat in den Sportgeschäften Karstadt und Intersport Gruner in Konstanz Preise verglichen. Die Unterschiede sind erstaunlich groß. Zum Beispiel der Head Supershape Magnum mit der Bindung PRX12. Umgerechnet in Schweizer Franken und Mehrwertsteuer bereinigt, kostet der Ski in Deutschland 647 Franken. In der Schweiz kostet er bei Athleticum und Sport XX über 250 Franken mehr. Eine Differenz von 39%. Der Damenski K2 Super One ER10 kostet beim deutschen Händler 424 Franken, bei Athleticum und Sport XX 629 Franken. Schweizerinnen zahlen 48% mehr. Bei 14 verglichenen Skisets sind die Schweizer Preise im Schnitt 35% höher. Der Sportartikelhändler Athleticum nimmt zu diesen massiven Preisunterschieden nur schriftlich Stellung. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass es unterschiedliche Ursachen für die Differenzen zum Ausland gibt, wie beispielsweise die Strukturkosten und vor allem die Beschaffungspreise. Carsten Sturz weiß, die Hersteller verlangen von Schweizer Händlern bis zu 15% mehr als in Deutschland. Diese höheren Beschaffungspreise erklären die höheren Ladenpreise aber nur zum Teil. Sport XX schreibt dazu: Aufgrund der Struktur- und Lohnkosten kann Sport XX nicht die gleichen Preise anbieten wie deutsche Händler. Der ausgewiesene Preisabstand hat aber auch uns erstaunt. Das werden wir in der aktuellen Einkaufsphase mit unseren Lieferanten thematisieren. Für Roger Zech sind die Preisunterschiede eklatant. Ja, die sind zu hoch und die kann man natürlich auch nicht erklären mit höheren Lohnkosten oder Standortkosten in der Schweiz, sondern da funktioniert einfach der Preiswettbewerb nicht. Das heisst, da ist kein Druck da. Die Konsumenten gehen beispielsweise nicht ins Ausland einkaufen. Sonst entsteht so ein Druck und dann müssen die Händler reagieren. Und dann könnte man bei tieferen Preis wieder in der Schweiz einkaufen. Und das muss ja unser Ziel sein. Oder wie es Sporthändler Thomas Fritsch schon 1974 sagte: Es braucht mehr Wettbewerb. Dann ist der Konsument der lachende Dritte. Die Hersteller sagen, in der Schweiz sind doch alle so reich, da können wir mehr verlangen für unsere Ski. Und Verkäufer in der Schweiz schlagen ihrerseits noch mal eine saftige Marge drauf. Mit anderen Worten, da gibt es noch einiges zu tun, sagen wir mal in den nächsten 40 Jahre oder so. Nein, so lange dauert es hoffentlich nicht. Meine Damen und Herren, das ist ein Bild aus der guten alten Zeit. Das ist ein Bild von der vom ersten Redaktionsteam Kassensturz. 5 ganze Nasen. Und rechts aussen in einem wunderschönen Pullover der Roger Schawinski. Und die gute alte Kasse, die hat es dann schon gegeben, die gibt es immer noch. Und wie wir erfahren haben, ist auch der Roger Schawinski immer noch unterwegs. Dein berühmteste Zitat habe ich erfunden. Das ist nicht mein Zitat, das hat der Victor erfunden. Ja gut, du hast es gesagt. Du hast als Erster gesagt, der Victor hat es dann aufgenommen. Habe ich erfunden. Frage jetzt in Bezug auf den Kassensturz. Stimmt es wirklich? Habe ich erfunden? Wie ist es genau gelaufen? Die haben ein Wirtschaftsmagazin machen, aber es war dann niemand herum, der das machen am Vorabend.
Und dann habe ich gedacht, ich mache etwas und habe dann das Ganze umgekehrt. Ich habe nicht ein Wirtschaftsmagazin gemacht, also Wirtschaft von oben nach unten, wie man es früher gehabt hat, vor allem auch in der Rundschau, sondern von unten nach oben, Konsumenten in Bezug auf Produzenten. Das war völlig neu gewesen, hat es auch nie gegeben im Ausland. Und, aber du bist inspiriert, sagen wir mal, inspiriert worden. Du bist in den USA gewesen, oder vorher. Was hast du dort gesehen? Ich habe gesehen, dass die Konsumentenbewegung angefangen hat, vor allem der Ralph Nader, der sich gewehrt hat, vor allem gegen die grossen Konzerne wie General Motors. Aber als Fernsehsendung ist es absolut neu gewesen. Und was verrückte ist, du bist dann, wie alt bist du denn? 28. Was ist das für ein wahnsinniger Chef, wo man einen 28-Jährigen einfach eine neue Sendung so anvertraut? Hat es niemand anders machen? Niemand anders hat es machen. Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich bin der Einzige, der das Konzept gern. Ich bin dann alles gewesen, wie man sieht. Ich habe Beiträge gemacht, ich habe Moderation gemacht, ich habe die Leitung gemacht. Ich habe eigentlich fast alles zusammen mit meinen paar Kollegen gemacht. Und noch etwas hast du gemacht? Und, du hast die Stimme engagiert. Also genau. Ein Mitarbeiter, der viel länger dabei ist geblieben als du, der auch viel länger dabei ist als ich, nämlich von der ersten Sendung bis jetzt. Wie ist das gegangen? Wie hast du den entdeckt? Ja, der war da im Haus und dann habe ich die Stimme gehört und gesagt, die ist grossartig. Den Mann müssen wir anbinden und wir machen das nur mit ihm, mit dem Peter Knäher. Und der ist jetzt 40 Jahre dabei. Ich finde das phänomenal. Jeder kennt ihn, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, besser gesagt, jeder kennt seine Stimme, die er am Kassensturz Woche für Woche legt. Wir zeigen euch jetzt den Mönch dazu. Unser Peter Knäher, der Kassenstürzer mit dem grössten Durchhaltevermögen. Im Beitrag von Dagmar Elke. Avaza AstraZeneca hat weitere Patente für dasselbe Medikament angemeldet. Wenn ich am Sendetag den Text bekomme, dann geht es mir darum, den richtigen Ton zu finden. Solche Patente an. Die Gesundheitssysteme bezahlen dafür einen hohen Preis, kritisiert Gerd Gläske von der Uni Bremen. Also, wenn ich einen Text lese, muss ich ihn erst verstanden haben. Bevor ich ihn nicht verstanden habe, versteht das Publikum sicher auch nicht. Also, ich wäre dann soweit. Gut? Für den Wirkstoff ist das Grundpatent im Jahr 2009 abgelaufen. Aber AstraZeneca hat weitere Patente für dasselbe Medikament angemeldet, mit langjährigen Laufzeiten. Damit verhindert der Konzern ein weiteres Mal günstigere Generika. Es ist mir wichtig, den Journalist, wo sehr viel Arbeit in gesteckt hat, in Vorbereitung, in Interviews, in Filmaufnahmen, im Zusammenschneiden, ihn dann zu unterstützen, indem ich seine Intention so gut wie möglich überbringe. Einfach mit meiner Stimme. Blick durchs Schlüsselloch. Schweizer Büchsenravioli sind qualitativ wenig befriedigend. Das Urteil der Gutachter: verminderte Sorgfaltspflicht. Sie spielen mit den Genen wie Kinder mit Legosteinen. Das sind rund 45 Gramm Kristallzucker pro Flasche. Ein Dilemma für Bauern. Wenn sie auf artgerechte Fütterung umstellen, verlieren sie viel Geld. Das ist ja das, was die Arbeit beim Kassensturz reizvoll macht. Dass man so viele verschiedene Sachen hat. Schon der Trailer für die allererste Kassensturz-Sendung habe ich gesprochen. Energiekrise und Hamsterwelle. Der Konsument als Spielball von Krisenstimmungen. Mit dem Charterflug in die Ferien. 1974 können Sie böse Überraschungen erleben. Flucht in die Sachwerte. Worauf muss man beim Diamantenkauf achten? Aber wenn man das jetzt sieht, das ist jetzt 40 Jahre her. Und die Themen sind ungefähr immer noch die gleichen. Ist verrückt. Ein Beitrag ist mir absolut unvergesslich. Diese Szene wiederholt sich tausende Mal jeden Tag. In Burgdorf jedoch ist sie außergewöhnlich. Denn wer in Burgdorf Henje trinkt, tut für seine Gesundheit besonders wenig. Er ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil Henje zur damaligen Zeit eigentlich das Synonym für Tafelwasser war. Man hat es im Restaurant normalerweise gesagt, ich wollte das Henje, wenn man das Blöterli-Wasser wollte haben. Und da war natürlich speziell, dass wir einen Beitrag hatten, wo das Henje eigentlich mehr oder weniger das Gleiche ist, wie was aus unserem Wasserhahn gekommen ist.
Nur unwesentlich weniger Calcium findet man im Burgdorfer Trinkwasser, nämlich 95 Milligramm. Drei winzige Milligramm weniger also. Der Henje-Verantwortliche hätte dann müssen erklären, warum er seinen Kunden ohne Beweis etwas vorgaukelt. Denn meines Wissens gibt es kein wissenschaftliches Institut, das Ihnen die physiologische Wirkung nachweist vom Wasser, so wenig wie von der Luft. Sie können auch ins Meer gehen. Sie wissen, es ist gesund im Meer, aber wer tut Ihnen das physiologisch nachweisen? Und die Luft am Meer ist ja gratis. Ja, das stimmt. Man sieht auch da wieder, das ist, was der Kassensturz aufgreift, was er angreift und wie die faulen Ausreden von der anderen Seite sind. Das ist wirklich vom Anfang bis heute gleich geblieben. In die Schweiz gekommen bin ich als ganz junger Schauspieler. Und bei dir bin ich auch im Kassensturz auftreten. Unser Humor war ein bisschen schwarz. Wir haben uns hier versammelt, um Abschied zu nehmen von Hans Müller. Er ist überraschend im Alter von nur 48 Jahren von uns gegangen. Aber eigentlich ist er selber schuld. Mit seinem starken Rauchen hat er nicht nur sich selber ins Grab gebracht. Nein. Er hat damit auch seine Mitmenschen und seine Umwelt belästigt und verseucht. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Für mich ist es ein Glück, dass das so zustande gekommen ist, weil eigentlich jede Sendung anders ist. Weil jede Sendung eine Herausforderung ist. Ich muss mich immer wieder neu darauf einstellen. Und ja, und Herausforderung ist für einen Schauspieler, für einen Sprecher mit Sicherheit etwas, was ihn reizt. Also, ist es das gewesen? Ja, das ist. Danke. Ja, in dem Fall. Bis zum nächsten Dienstag. Kurz vor seinem 35. Geburtstag hat er beim Kassensturz angefangen und er ist heute immer noch unsere Stimme, der Peter Knehr. 40 Jahre. 40 Jahre Woche für Woche, das muss man sich einmal vorstellen, das gibt es wirklich nur im Kassensturz. Lieber Peter, im Namen der ganzen Redaktion ein riesengroßes Merci dafür, dass nach der Vertonung jeder Beitrag genauso tönt, wie er muss. Ehrlich, hast du schon mal so weisse Wäsche gehabt? Nein, die ist weisser als meine. Und erst noch weich. Irgendwie hat man gleich das Gefühl, wenn man so Werbung sieht, dass sich doch nicht so wahnsinnig viel verändert in diesen 40 Jahren. Früher ist mit, das ist ein Ausschnitt aus dem Museum, das wir zur Verfügung gestellt haben, bekommen. Früher ist mit Weiss, Weisser am weissesten geworben worden. Und auch heute, wo viele Leute vielleicht aus Bequemlichkeit auf Vollwaschmittel setzen, versuchen die Hersteller, euch Weisswaschmittel anzudrehen und immer noch mit den genau gleichen Versprechen. Das sind aktuelle Produkte. Versprechen zum Beispiel hier eins: White Wonder, weisses Wunder. Ob ihr mit diesen Weisswaschmitteln ein weisses Wunder erlebt oder doch eher euer Blaues, wir finden es raus im Beitrag von David Jans. Der allererste Test im Kassensturz? Waschmittel. Das Schweizerische Institut für Hauswirtschaft, SIH in Zürich, führte für uns einen Test durch. Sechs gleich verschmutzte Handtücher wurden in der gleichen Waschmaschine mit sechs Waschmitteln, dosiert nach Herstellervorschrift, gewaschen. Ausgewählt wurden die sechs Waschmittel, bei denen Weiß, Weißer am weißesten in den Werbespots im Vordergrund steht. 40 Jahre später wiederholt Kassensturz den Test mit 8 Waschmitteln, speziell für weiße Wäsche. Ralf Sontheim vom Textilprüfinstitut Testex in Zürich weiß Weißes von Weißem zu unterscheiden. Weiße und helle Textilien, die neigen beim Waschen zur Verkrauung. Man kann es hier vielleicht sehr schön sehen. Wir haben ein ungewaschenes Textil, wir haben ein gewaschenes Textil. In diesem Test haben wir untersucht, wie gut das Waschmittel der Verkrauung entgegenwirken kann und wie gut es die Flecke entfernen kann. Der Testleiter führt mit jedem Testprodukt 6 Waschgänge durch.
Jeder einzelne Waschgang enthält Proben mit normiertem Schmutz aus Kaffee, Rotwein, Bratfett und 10 weiteren Verschmutzungen. Die speziellen Weißwaschmittel müssen sich zudem mit diesem Vollwaschmittel messen, dem Kassensturztestsieger aus dem Jahr 2011. Wer wäscht weißer, die Spezialmittel oder das Vollwaschmittel? Vor 40 Jahren verließ sich Kassensturz für die Auswertung des Tests auf das Urteilsvermögen ausgewählter Hausfrauen und ihrem kritischen Blick. Welche Wäsche ist für Sie weißer? Sehen Sie keinen Unterschied? Nein. Und Sie? Ich sehe auch keins. Sind alle gleich? Ist alles gleich. Und wie sehen Sie es? Ich finde, sie sind alle weiss. Aber alle gleich weiss? Ja, alle gleich weiss. Auf sein Auge allein verlässt sich Ralf Sontheim nicht. Der Testleiter untersucht die gewaschenen Proben mit dem Fotospektrometer. Wir haben in unserem Test festgestellt, dass die Pulverwaschmittel den flüssigen Waschmitteln in der Waschkraft klar überlegen sind. Den Nachteil haben die flüssigen Waschmittel hauptsächlich bei bleichbaren Flecken, wie zum Beispiel Fruchtsäften oder auch Tomatenpüree. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. In den flüssigen Waschmitteln gibt es keine Bleichmittel. Eine nur genügende Gesamtbewertung erhalten deshalb Yvette White aus der Migros und Perwoll Shiny White, gekauft bei Coop. Beide Flüssigwaschmittel verhindern das Vergrauen nur mäßig und erreichen auch bei der Fleckenentfernung die schlechtesten Noten im Test. Knapp gute Noten gibt es für Formel White von Lidl und Tandil White Wonder von Aldi. Mit 18 Rappen pro Waschgang die günstigsten Produkte im Test. Gut auch M Classic, das Pulverwaschmittel der Migros für helle und weiße Textilien, Note 4,9. Ebenfalls gut entfernt Dato Weiß die Flecken und schützt vor Vergrauung. Mit 1,80 Franken pro Waschgang ist es aber das mit Abstand teuerste Produkt im Test. Besser und wesentlich günstiger ist Coral Optimal White. Note 5,1. Im ersten Test vor 40 Jahren musste sich Kassensturz mit einem eher verwaschenen Testergebnis zufrieden geben. Auch Experten brachten da keine Klärung. Und das Ergebnis, das ist ganz frappant. Wir können nämlich keine Unterschiede herausfinden. Ja, vielleicht hat natürlich diese oder jene Hausfrau einen gewissen Spleen für einen gewissen Geruch von einem Waschmittel, aber das ist ja gerade alles. Man kann also sagen, es ist praktisch alles Hans, was Heidi. Weißwaschmittel enthalten optische Aufheller. Diese chemischen Substanzen sind schwer abbaubar und belasten unnötig die Umwelt. Ihre strahlende Wirkung ist unter der ultravioletten Lampe gut sichtbar. Optische Aufheller können für uns unsichtbare Wellenlängen in sichtbare Wellenlängen umwandeln, unter Einfluss von UV-Licht. Das Weiß sieht strahlend aus, es ist ein strahlendes Weiß, hat aber mit Sauberkeit so gesehen nicht automatisch was zu tun. Sehr gute Bewertungen erhält Maxil Aktiv von Coop mit Note 5,9. Es ist damit das einzige Spezialprodukt im Test, das gleich gut wäscht wie das Vollwaschmittel Ariel. Überraschendes Fazit? Gute Vollwaschmittel waschen und schützen vor dem Vergrauen besser als viele Weißwaschmittel. Fantastisch. Dem Seibe wirklich mehr als super. Ja, jetzt ist es fabelhaft. Wäscht fleckenlos weiß wie der ewige Schnee. Das ist das Produkt, das im heutigen aktuellen Test am schlechtesten abgeschnitten hat von der Migros. Migros sagt uns dazu, das Feinwaschmittel Yvette White ist darauf ausgerichtet, die Wäsche schonend zu reinigen und dabei die Faser zu schützen. Hierdurch ergeben sich Leistungseinbußen gegenüber einem Vollwaschmittel, welches hauptsächlich auf die Fleckenentfernung ausgerichtet ist. Ende Zitat. Meine Damen und Herren, der Kassensturz ist 40 und die 40 Jahre Kassensturz, die sind auch in den nächsten Wochen hier bei uns in der Sendung ein Thema. Nämlich in unserer Geburtstagsserie mit unglaublichen Geschichten, mit dramatischen Augenblicken, heftigen Auseinandersetzungen und unbeholfenen Moderatoren. Anwesende eingeschlossen.
Das ist der Kassensturz nach der Sommerpause. Und sie ist hier bei uns im Studio. Sie hat uns gesagt, dass ihr der Himmel für den Live-Auftritt im Kassensturz grünes Licht gegeben hat. Ich bitte Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn Sie einverstanden sind. Magen, Herz, Nieren, Bauchspeicheldrüsen, Lungen und Schweineköpfe. Ein riesiges Publikum, fast alle Wochen eine Aufregung. Die Leute werden verrückt, die Leute sind dankbar. Ich denke, der Kassensturz hat sehr, sehr viel ausgelöst in diesen 40 Jahren. 40 Jahre Kassensturz, also auch in den nächsten paar Wochen hier bei uns in der Sendung ein Thema. Und auch heute Abend auf diesem Sender nach dem 10 vor 10 Club. Dort das Thema 40 Jahre Konsumentenjournalismus. Was hat sich dadurch in der Schweiz verändert? Was ist besser geworden? In der Runde werden auch Kritiker von unserer Sendung sitzen und ich. Und darum müssen wir jetzt hier Schluss machen. Bei uns hat der Gast das letzte Wort. Was wäre dein letztes Wort in dieser Jubiläumssendung? Höchste Zeit, dass wir die Kasse endlich stürzen. Genau, wenn wir das machen. Wobei unser Archivar hat wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Okay. Aber wir geben uns Mühe. Okay. Das ist auch Wenzel.